Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und zeige Ihnen in diesem Video eine alternative Methode, mit der Sie bei Austrocknungsgefahr Ihres Kindes einen Krankenhausaufenthalt vermeiden können. Als ich vor vielen Jahren die Kinderarztpraxis von meiner Vorgängerin übernahm, erklärte sie mir beim Übergabegespräch voller Stolz, dass sie in der ganzen Zeit ihrer Praxistätigkeit kein einziges Kind wegen Austrocknens bei einem Brechdurchfall in die Klinik habe einweisen müssen. Die Methode, die sie erfolgreich anwandte, ist wirklich bestechend einfach. Gerade Säuglinge und Kleinkinder trocknen zum Beispiel bei einem Brechdurchfall sehr schnell aus. Sie spucken und erbrechen alles, was sie in den Mund nehmen und verlieren dazu hin über Durchfall und Fieber erhebliche Mengen an Flüssigkeit. Oder sie verweigern zum Beispiel bei einer schmerzhaften Mundfäule jede Art von Trinken und Essen. So geraten sie innerhalb weniger Stunden in die Gefahr des Austrocknens. Das Austrocknen erkennt man an einem beeinträchtigten Allgemeinzustand mit zunehmender Schlappheit und Apathie, an trockenen Schleimhäuten im Mund, an trocken bleibenden Windeln und an stehenden Bauchfalten. Wenn Sie die Haut am Bauch eines austrocknenden Kindes zu einer Falte schieben, geht sie nur langsam zurück. Machen Sie doch diesen Bauchhautfaltentest gleich heute noch bei der nächsten Gelegenheit bei Ihrem Kind. So wissen Sie, wie elastisch die Haut im gesunden Zustand ist und wie schnell sie normalerweise wieder zurückflutscht. Also, wie konnte nun meine Kollegin das Austrocknen verhindern, ohne eine Infusionstherapie, die ja normalerweise nur im Krankenhaus möglich ist? Mit diesem auf den ersten Blick unspektakulären Gerät, dem Ballonklistier, das Sie völlig problemlos in jeder Apotheke bekommen können. In diesen Ballon füllen Sie die Menge an Elektrolytlösung hinein, die Sie normalerweise Ihrem Kind über den Mund zu trinken geben würden. Die Schleimhaut des Enddarms ist genauso wie der obere Darm in der Lage, Flüssigkeit und Salze, also genau das, was bei einem Brechdurchfall oder Nahrungs- und Trinkverweigerung dem Körper fehlt, aufzunehmen, zu resorbieren, wie wir Mediziner sagen. Sie müssen zunächst vorgehen wie beim Fiebermessen im Popo. Die Klistierspitze mit einer fettreichen Salbe gleitfähig machen, sanft in den Popo einführen und dann einfach den Inhalt aus dem Ballon ausdrücken und somit den Darm mit Elektrolytlösung füllen. Beim Wiederherausziehen allerdings darauf achten, dass Sie den Ballon weiterhin gedrückt halten, sonst würden Sie die Flüssigkeit ja wieder zurücksaugen. Eine geniale und einfache Methode, wie ich finde. Allerdings muss eine wichtige Regel beachtet werden. Niemals nur reines Wasser oder reinen Tee in den Darm füllen. Sonst kann es zu gefährlichen Elektrolyt-, also Salzverschiebungen im Körper kommen. Deshalb am besten benutzen Sie Elektrolytpulver aus der Apotheke und mischen es genau nach der Anleitung mit der entsprechenden Menge Wasser an. Dann machen Sie es ganz sicher richtig. Mit dieser Methode lassen sich also Krankenhausaufenthalte wegen Austrocknungsgefahr vermeiden. Gerade in der heutigen Zeit der knappen Ressourcen, was freie Betten in den Kinderkliniken angeht, ist das doch mega. Und wenn man zu Hause bleiben kann und nicht mit dem Kind ins Krankenhaus muss, ist das bestimmt auch deutlich angenehmer für Sie als Eltern. Finden Sie nicht auch?